Was geht ab, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Wir starten jetzt wieder ein kleines Pack-Opening, denn wir brauchen mal wieder neue Charaktere. Und deswegen tun wir das. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Münzen, 300.000, aber ich denke, das reicht. Wir ziehen jetzt auf jeden Fall erstmal so ein Pack hier. Und schauen mal und hoffen mal, dass wir was Neues, Geiles bekommen. Was ist das? Das ist die Metallblume. Die kennt man natürlich auch schon aus dem letzten Teil. Was haben wir denn noch hier? Könnte man natürlich auch die kleineren nehmen. Unglaubliches Hilfpack. Ich hole mir mal so eins. Schauen wir doch mal. Denn, ja, es muss mal langsam... Oh, was ist das denn für ein Wicht? Geiler Typ, Alter. Super selten. Sieht aus wie so eine Fledermaus oder sowas. Okay, komm. Jetzt drückt man die Daumen hier, dass was richtig Geiles dabei ist. Was Neues. Yes. Und Elektro-Man. Elektro-Brains. Korrekt. Endlich. Geil. Eine komplett neue Figur. Eine komplett neue Variante. Die werden wir auf jeden Fall dann, würde ich sagen, direkt beim nächsten Mal ausprobieren. Es sei denn, wir kriegen jetzt gleich nochmal was richtig Nices. Schon mit noch so eins. Ah, was krieg ich hier? Ah, das ist doch die Mystik-Kaktier, oder wie die heißt, ich weiß nicht. Vergraben-Sprint, stimmt, shit. Jetzt habe ich natürlich vergessen, oder das komplett verplant bei dem letzten dieses Packs. Mal zu gucken, was ich sonst noch bekomme. Was ist das hier? Mit dem Vergraben-Sprint kann der Schnapper sich unterirdisch schneller bewegen. Die Reichweite ist allerdings sehr begrenzt. Das ist natürlich interessant. Das ist ein Tattoo, große Schleife und Dr. Heilsam. Einmal Zombie, beschwören Sie diese nützliche KI-Maschine. Das ist interessant. Vergraben-Sprint. Ist auch neu, oder? So. Und dann nochmal einen dritten Charakter holen. Was kriegen wir? Oh. Oh, der ist auch komplett neu. Oder? Also für mich ist er komplett neu. Paläontologe. Geiler Typ. Alter, was hat der für eine Knarre? Kann man die genauer sehen hier? Was ist das für eine geile Knarre, Alter? Boah. Der sieht ziemlich fresh aus. Der sieht ziemlich nice aus. Der gefällt mir jetzt auf Anhieb so vom Äußeren richtig gut schon mal. Und dann würde ich sagen, ziehen wir nochmal ein paar Packs von diesen hier. Auch die Kaktier kennt man natürlich schon. Dann haben wir hier die Orbit-Augen, Accessoires, Wurzel-Crasher, Blaster. Ist nur ein Waffendesign. Eispilz kennen wir. Vollblatt-Bart. Das ist zum Beispiel ziemlich nice. Damit könnte ich auf jeden Fall mal meinen Major Mice ausrüsten. Und dann hier noch den MG-Roboter. Noch einen dieser Packs. Oh, ist das der... Ist das... Sieht aus wie der... Ist das der Giftschnapper? Oder ist das was anderes? Der sieht nicht aus wie der Giftschnapper. Der Giftschnapper war doch ein bisschen heller vom Grün her. Und hat so ein bisschen geleuchtet, als wenn der verseucht wäre, sozusagen. Dann natürlich hier die eiserne Jungfrau. Auch das kennt man. Dann Nackenpelle. Alles klar. Imposanter Zylinder, Raketenroboter, Terrakottakraut. Auch das kennt man. Sehr, sehr nice. Eigentlich sind diese Packs richtig geil. Die gefallen mir richtig gut. Noch eins davon. Oh. Ready. Waffendesign. Statte dein Zombos-Modell mit... Okay. Fauler Panzer. Sieht auch nicht schlecht aus. Schweißblumen. Ja, geht in Ordnung. Das ist hier der Abraham Lincoln Bart wahrscheinlich. Zumindest habt ihr vielleicht den Film gesehen. Abraham Lincoln Vampirjäger. Wie hieß er? Hieß er so? Vampirjäger? Der war eigentlich ganz geil. Der war echt ganz geil. Es gab aber zu der Zeit zwei Abraham Lincoln Zombie, Vampir, irgend sowas Jägerfilme. Einer davon war richtig cool und der andere war ultra Schrott. Aber egal, das nur mal so nebenbei. Okay, dann haben wir noch 7000 Punkte, das heißt, wir holen uns nochmal hier zwei von. Kann man auch immer ganz gut gebrauchen. Mr. Freezy ist natürlich nichts Spektakuläres.
Allerdings geht das schon in Ordnung. Hinterhalt, oh Roboter. So, ich freue mich auf jeden Fall. Den gucken wir uns gerne nochmal genauer an. Die Folge ist auch nicht so lang, aber passt schon, denke ich, bei Pack Openings. Hier den Electro Brains. Ah Mist, ich wollte den eigentlich genauer anschauen. Moment. So, Anpassung. Was habe ich bei denen eigentlich schon? Alter Schwede, das sieht richtig, das sieht nice aus. Zack. Ach, jetzt. Warte mal. Ah, okay, hier habe ich eh nichts. Mit Glatze, die sieht da übel scheiße aus. Hier die Cyclops-Brille. Und Tattoo haben wir gar nichts. Ja, machen wir den hier. Komm, warum nicht? Ist in Ordnung, würde ich behaupten. Der sieht voll geil aus. Voll die Cyclops-Brille, Alter. Schwede, geil. Auf den habe ich ja richtig Bock. So, dann hatten wir ja noch einen hier unten bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ist der neu? Ich bin ein bisschen verwirrt gerade, Leute. Heftet mal in den Kommentaren auf die Sprünge, aber ich glaube, der ist neu. Der ist neu, doch, doch, doch. Der ist neu. Shit. Ich drücke immer A, ich wollte den doch auch mal anpassen. Mal gucken, was wir hier für den Kollegen haben schon. Orbit-Augen. Das sieht jetzt nicht so geil aus. Da würde ich direkt mal den Dino-Kopf behalten. Tattoo haben wir auch nichts. Waffen haben wir auch nichts anderes. Ah, das sieht auch geil aus. Ey, die Waffe. Die Waffe. Die müssen wir auf jeden Fall mal kurz ausprobieren. Ja, Mann. Dino-Wumme. Die macht bestimmt richtig geil Damage. Obwohl, nee, ich zeig den nicht hier in Action. Nein, 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 dafür machen wir natürlich eine extra Online-Runde. Und ja, Leute, ich würde sagen, das war ganz nice. Zwei coole neue Charaktere. Den einen anderen, ich habe den schon vergessen, wen haben wir denn noch bekommen? Ach ja, die Metallblume. Ja gut, die kennt man halt aus den alten Teilen. Aber das geht schon in Ordnung, würde ich sagen. Und ja, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt von Plants vs. Zombies 2, wisst ihr, was zu tun ist, lasst gerne eine Bewertung da, würde mich sehr freuen. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, wen ihr als erstes sehen wollt, den Electro Brains oder den Kollegen hier. Gut, haut rein, tschüss.